Hallo und herzlich willkommen beim Theater-Audiomaten, dem neuen Podcast von der Shakespeare Company Berlin. Heute mit einer Botschaft vom alten Schäfer und spannenden Erkenntnissen. Viel Spaß! Hallo, meine Hübschen. Ich möchte euch begrüßen zu meinem ersten Podcast. Und er heißt Stallfunk. Ja, habe ich mir selber ausgedacht. Ja, und in der ersten Folge wird's auch gleich spannend, weil ich muss euch was erzählen. Mir ist nämlich ein Schaf zugelaufen. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Ja, dem einen läuft mal eine Katze zu oder der anderen mal ein Hund, aber ein Schaf? Ja, das staunt ihr was, aber das ist so gewesen. Ich bin morgens auf die Weide gekommen, ja, wo die Schafe ja sind. Und dann habe ich plötzlich gesehen, da war eins zu viel. Ja, wir haben ja eigentlich so 22 in der Herde. Ja, kennt ihr ja auch schon zwei da, Mopser und Dorcas. Ja, und da waren es aber 23. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Ja, hat der Wolf heute ein Schaf gebracht? Nö, natürlich nicht. Aber jetzt wollte ich natürlich wissen, welches ist das? Und da habe ich was gesehen und dann habe ich mir gedacht, das muss es sein. Weil die anderen Schafe, die haben sich so ganz komisch verhalten. Ja, die waren so nervös und sind so hin und her gehoppelt und haben sich so, ja, so, da gab es so Gruppenbildung und manche waren auch vereinzelt. Ja, und die sind immer, aber vor allem sind die vor einem Schaf so ein bisschen weg. Ja, und das war dann das Fremdschaf. Ja, und weil das alles so war, wie es gewesen ist, da habe ich mir gedacht, das muss ja einen Namen jetzt haben auch. Und das gehört ja jetzt dazu zur Herde. Ja, weiß ja keiner, woher das kommt, braucht ja ein Zuhause. Und dann habe ich das Corona genannt. Ja, da sagt ihr jetzt, das ist auch ein bisschen geschmacklos, weil es ja gerade Krise und so. Aber das hat irgendwie gepasst, dachte ich. Naja, und jetzt gehört das dazu. Ja, man kriegt auch ein Futter und kriegt auch ein bisschen was zu trinken. Ja, wie die anderen auch. Ja, und weil ich jetzt ein bisschen mehr Arbeit auch habe, dann brauche ich meinen Sohn, den Herrn Stampf. Ja, das ist gut, dass ich den habe. Ja, der muss mir helfen mit den 23 Schafen jetzt, ja. Ja, meine Hübschen, das ist es auch schon gewesen für heute. Ich hoffe, euch geht es gut. Lasst euch nicht verrückt machen, ja. Meine Frau hat immer gesagt, am Ende wird alles gut. Und wenn's nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende. Ja, in diesem Sinne, mach's gut, bis bald. Tschüss.